So, hallo liebe Freunde. Ich mache heute ein Video und zwar Arbeit ist scheiße, Nachricht an Logi Kalimbrizist. Ja. Logi Kalimbrizist ist ein YouTuber, der sehr oft also meine Videos kommentiert auf YouTube. Ich würde sagen, er ist ein ganz netter Kerl. Also er hat halt eine andere Meinung. Also ja. Also er glaubt halt doch an das System irgendwie und denkt halt, ja, man muss arbeiten und was weiß ich, ja. Logi Kalembrizist, ja, ist jemand, der sehr fleißig halt auf meinem Kanal Spiritueller Anarchist kommentiert. Und jetzt haben wir mal gedacht, es wird mal ganz interessant, ja, so die Gegenseite zum Hörer. Und ich würde mal sagen, ich lese jetzt mal die Argumente von ihm mal laut vor. Also es ist ganz interessant, ja. Okay, Logi Kalembrizis schreibt, wenn dein Weg ist, in die Obdachlosigkeit zu gehen, dann geh heute schon. Dann warte nicht heuchlerisch im Sozialsystem Hartz IV ab, ob es nicht doch noch einen Weg gibt, ohne Sanktionen und mit vollem Geldsatz zu leben, ohne einen Strich zu tun. Ja, okay, sagen wir mal so, das ist eine Sache, wo ich sage, das liegt sogar sehr nahe. Also, ich habe mir das schon oft überlegt, in die Obdachlosigkeit zu gehen, weil ich natürlich aussehe, das ist natürlich Geld, das mir nicht gegeben wird. Aber ich denke einfach nur so, dass jeder Mensch ein Recht auf eine Grundversorgung hat. Also, einfach das, weil das ein Menschenrecht ist. Ja? Also, ich bin hier auf der Welt, weil ich einfach sage, okay, ich bin da, um mein Bewusstsein zu erweitern und viele Sachen zum Lernen, ja, und ein guter Mensch zu sein. Und dafür steht mir einfach ein Grundgehalt zu, ja. Ich sehe natürlich auch, dass es irgendwo Geld ist, was mir nicht gegeben wird. Es kann natürlich schon sein, dass ich sogar auf das eingehe und sage, hey, jetzt packe ich meinen Schlafsack, meinen Rucksack und also meinen Outdoor-Rucksack und dann steige ich aus und dann gehe ich dann wirklich in die Obdachlosigkeit. Also ich bin da schon nah dran, sag ich mal. Also kannst du mal hier zeigen? Ich habe jetzt hier, upsala, so, jetzt bin ich wieder. Also ich habe hier schon mal meinen Winterschlafsack gekauft, war so um die 30 Euro. Keine Angst, ich mache jetzt auch keine Werbung jetzt dafür. Meine, das kann man ja überall suchen, bei eBay gibt es Winterschlafsäcke. Also wenn es hart auf hart kommt, ich habe da noch hinten noch meinen Outdoor-Rucksack, dann mache ich das sogar. Dann gehe ich in die Obdachlosigkeit. Also, aber ich denke mal einfach so, und wenn es solange es noch geht, solange ich die Kohle noch kriege, ja, denke ich mal, ist es okay. Also dann denke ich mal einfach, ja, das Gott oder das Universum sagt einfach, ja, das ist okay, dass du einfach ein Dach über dem Kopf hast und solange, warum soll ich das dann nicht so durchziehen? Also, ja, ich sehe es ja dann. Wenn ich dann kein Geld mehr kriege, kann ich dann immer noch sagen, ich gehe in die Obdachlosigkeit, ja. Okay, was sagt er noch? Ja, wenn du meinen Weg gehen willst, dann bleibst du in Hartz IV, spurst aber vor dem Jobcenter und machst kleine Arbeiten hier und da für beschränkte Zeiträume. Du bist ja nicht der Erste in der Situation. Ja, also das ist ja schon wieder genau das typisch Deutsche, also immer sich unterwerfen, ja, immer zu allem Ja und Amen sagen. Und genau das ist das Problem, das habe ich früher immer gemacht. Und was war das Resultat, dass das Jobcenter dann irgendwann immer mehr verlangt? Ja, also du gibst denen einmal den Finger und dann reißen sie dir die ganze Hand raus. Also, und das mache ich nicht. Ja, also ich sage ganz klar, was meine Interessen sind, was meine Wünsche sind. Deswegen habe ich auch die Eingliederungsvereinbarung nicht unterschrieben, weil ich doch nicht von dem zustimmt, dass man mich zu 100% sanktioniert. Dem stimme ich nicht zu. Ja, ich finde, wir bedingungsloses Grundeinkommen, weil es einfach ein Menschenrecht ist. Es ist einfach auch überlebensnotwendig hier in Deutschland, gerade bei der Kälte. Und von dem her würde ich sowas auch keine Zustimmung geben. Also, das sehe ich dann nicht. Also, ein bisschen Rückgrat wäre vielleicht schon ganz gut. Ja. Nee, ich mache auch keine kleinen Arbeiten. Nee, das mache ich nicht. Also, da geht es ja schon los. Ja, da geht die Ausbeutung schon los. Ich spüre überhaupt nicht. Nee, das kannst du abhaken. Also, das habe ich jahrelang gemacht. Und wo es dann hingeführt hat, das habe ich dann gesehen. Und jetzt bin ich 41 und jetzt gehe ich doch mal einen anderen Weg. Jetzt lass es mal drauf ankommen. Ja. Okay, dann hat er kommentiert,
Das Jobcenter sanktioniert dich nicht, weil du die Wahrheit sagst, dass du nicht arbeiten willst. Es sanktioniert dich wegen der inneren Einstellung, dass du nicht arbeiten willst. Es wird gehofft, dass mit dem Entzug von Lebensgeld du deine Einstellung, die verhärtet ist, überdenkst. Ja, okay, das werde ich natürlich nicht machen. Ja, egal wie die mich sanktionieren, meine innere Einstellung wird sich nicht ändern. Wie war es denn? Ich habe es ja bei einem letzten Video geschrieben mit dem Legoland. Kennst du mal auch gucken, Stelleninformationstag Legoland. Es ist einfach so, die Firma hat 2013, glaube ich, einen Betriebsrat kaputt gemacht. Die kann gar keine vernünftige Lohnaussage treffen. Dann stellt sie nur Leute befristet ein. Ja. Und auf solche Spielchen lasse ich mich nicht ein. Wie wird es dann sein, wenn ich mal in Rente bin? Dann habe ich gar nichts mehr. Ja. Zudem, dass ich auch gesundheitliche Probleme habe, ist es ja so, dass ich das auch nicht will. Ja, und da waren auch keine Sanktionen mich da zum Überdenken der Sache bringen, weil das einfach Unrecht ist. Ja, das ist Unrecht, das ist Sklaverei, das ist mit Gewalt jemand zu irgendwas zwingen. Und das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Ja, also ich bin da ganz klar. Also ich gebe da nicht auf. Ich bin bereit für meine Einstellung in die Obdachlosigkeit zu gehen. Und nicht nur das. Ich bin sogar bereit für meine Einstellung und für meine Freiheit zu sterben. Ja, also lieber bringe ich mich um. Hört ganz genau zu. Ich würde mich lieber umbringen. Lieber sollte mich der Blitz treffen oder sollte sofort einen Herzstillstand kriegen. Ja, bevor ich dem zustimme, bevor ich kann nur, weil ich kann nur entweder in der Lüge leben oder in der Wahrheit. Ja, ich habe zwar einen Sohn, ich sehe den lieb und alles und habe auch Familienangehörige, also und Bruder und so weiter, also Freunde. Aber das würde ich alles loslassen. Ich würde diese ganze Welt loslassen, wenn es mir nicht mehr möglich wäre, diesen Freiheitskampf weiterzuführen. Also wenn ich nicht mehr Freiheit leben könnte. Ich würde lieber sterben, bevor ich nochmal unfrei in Arbeit, in Firmenarbeit gehe. Ich werde das nämlich unterstützen. Das habe ich in meinen ganzen Videos erklärt, warum und wieso. Ja, da bin ich rigoros. Ich mache das nicht mehr mit. Ja, es ist Unrecht. Und das hat man bei der Stelleninformation ja gesehen beim Legoland. Das hat man doch voll gesehen. Ja, das ist ja lachhaft. Die Firma kann nichts bieten, die kann also gar keine Lohnaussage machen, hat keinen Betriebsrat, hat nichts, ja. Und dann erwarten die, dass ich mich da noch bewerbe. Das geht nicht. Hallo, was geht? Oder soll ich nur ja sagen? Hurra! Ja, gern bin ich euer Sklave, ja klar. Ich lasse mich ausbeuten und dann kriege ich noch weniger Arbeitslosengeld und noch weniger Rente und so weiter. Ich bin schon Arsch, womöglich, weil ich noch mobbt und so, ja. Das soll ich doch mit Freuden ja sagen. Hallo? Geht's noch? Kuckuck. Geht's noch? Ja? Habe ich Gehirn mehr oder was? Sag mal, in was für einer Welt lebe ich? Ich glaube, ich bin auf dem falschen Film. Ich bin echt auf dem falschen Planeten. Und dass dann noch tatsächlich die Hartz-IV-Empfänger, die da dabei waren, es waren 30 Hartz-IV-Empfänger und Hartz-IV-Empfängerinnen bei der Stelleninformation, alle bewerben sich, bloß weil die alte Kupp macht so und danach wird sie beworben. Und alle sagen ja auch Amen. Ja. Einer ist von der Security abgeführt worden. Ja, das war so ein ehemaliger, wahrscheinlich so ehemaliger Unternehmer oder so, der war selbstständig und ist dann in die Arbeitslosigkeit gerutscht. Der hat dann gleich droht mit dem Rechtsanwalt. Er wollte sich bewerben, aber nur mit dem Rechtsanwalt. Das quasi der Rechtsanwalt das absegnet mit seinem Anwalt. Das haben die nicht zugelassen und so. Und dann hat es einen Mord Stress gegeben und dann ist die Security gekommen und hat den Typ abgeführt. Also das war der erste. Ich hab die Bewerbung nicht geschrieben und danach habe ich noch eine Frau überzeugt, die hat dann auch noch mitzogen. Ja. Also, ich meine, ich denke mal, Frauen sind sowieso immer ein bisschen ängstlicher und unterwürfiger. Also, und das Revoluzerische ist halt doch mehr wahrscheinlich auch auf der männlichen Seite, was sich da jetzt wieder rauskristallisiert hat. Ja, auf jeden Fall ist mit mir nicht zu machen. Also, lieber Logikalemprizist, ich kann nur entweder in der Wahrheit leben oder in der Lüge. Und wenn ich in der Lüge leben muss, ja, dann hat das Leben für mich gar keinen Sinn. Ja, also dann hat das alles keinen Sinn für mich. Dann brauche ich nichts mehr glauben und nichts mehr. Ja, dann ist alles scheißegal. Also auf jeden Fall, ich glaube jetzt nicht, dass ich deswegen nochmal sanktioniert werde. Ich kann mir das jetzt nicht vorstellen. Aber gut, klar, denkbar ist alles. Aber ich werd auch meine innere Einstellung nicht ändern. Ich meine, ich bewerbe mich doch nur in der Firma, wenn ich von vornherein dort arbeiten will, oder? Wenn ich doch sage, ich will dort arbeiten, dann bewerbe ich mich doch in Firma, oder?
Aber wenn ich mich bewerbe und will es innerlich doch gar nicht, ja, wenn mich das nicht überzeugt, die Konditionen, was die Firma mir bietet, ja, dann kann ich doch nicht Ja sagen. Ich verarsche doch den Arbeitgeber, ich verarsche doch. Oder die Arbeitgeberin. Und ich verarsche mich doch selber. Das macht doch gar keinen Sinn. Hallo. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Unmöglich, ja. Okay, was hat er noch geschrieben? Ja. Ja, zudem vermischst du nicht arbeiten wollen mit nicht arbeiten können. Wer nicht kann, derjenige muss unterstützt werden. Derjenige, der nicht will, der soll nicht mehr unterstützt werden. Eine Zeit lang, bis er sich überlegt hat, das Gesetz, wenn er weiterhin stur bleibt, gibt es weiterhin eine Totalsanktion. Ja, also was ist das für Ihr Anspruch? Ja, das ist also, das ist für mich ganz klarer Machtmissbrauch. Eine, aber wie gesagt, ich werde das mir nicht überlegen, ja, und ich werde da nicht nachgeben, weil es einfach Unrecht ist. Und wenn die mir halt sanktionieren sie mir halt. Bloß das Problem ist, Gegensatz zu dir, Logika Lindrist, ist es so, dass ich einfach Vertrauen habe in die Göttlichkeit. Also ich glaube an die göttliche Macht. Ich glaube nicht, dass es Sinn und Zweck eines Gottes oder des Universums ist, dass ich in der Lüge lebe. Ja? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das würde mein ganzes Weltbild durcheinander bringen. Und von dem her, wie gesagt, da würde ich auf jeden Fall mir nicht meine Angst nachgeben. Ja? Weil ich muss irgendwann mal sterben und dann muss ich mir rechtfertigen. Und dann wird's dann, waren die da oben, egal was das ist, ob Gott oder Lichtwesen oder sonst was, die würden mich dann fragen und sagen, warum hast du in der Lüge gelebt? Und dann war ich, dann soll ich dann sagen, ich habe Angst gehabt vor Sanktionen. Ja, und dann sagen die, warum hast du uns nicht vertraut? Ja, wo ist dein Gottvertrauen oder dein Vertrauen in die höhere Macht? Wo ist dein Vertrauen? Wo war dein Vertrauen in uns? Und dann stehe ich da, ja. Und dann war ich wahrscheinlich irgendwann wieder in einer niederen Astralwelt dann wiedergeboren, ja. Und das ist halt dann Kacke, ja. Es ist mit mir nicht zu machen. Vergiss es, ja. Vergiss es. Ich bleib stur und wird mal sehen. Ganz einfach. Wird mal sehen, was passiert. Weil vielleicht, okay, vielleicht ist es so. Wenn ich sanktioniert werde, dann ist es so. Aber dann sehe ich es. Schau mal, es ist ja so. Wenn es eine Theorie gibt, ja, zum Beispiel, eine Pflanze ist giftig, ja. Dann muss man das ja erstmal durch Experimente wirklich erfahren. Da muss man mal das Gift vielleicht mal ein Stück weit einnehmen, dass man sieht, okay, die Pflanze ist tatsächlich giftig. Solange die Theorie aber nur Theorie ist, wird es immer nur Theorie bleiben, ja. Also das, was du jetzt sagst, ist eine Theorie, ja. Das ist eine Theorie, so. Aber ich will jetzt deine Theorie testen, ja. Du sagst, wenn du nicht mitspielst, wirst du total sanktioniert. Ich sag aber, ich glaube nicht dran, ich glaube einfach, dass die Göttlichkeit mir weiterhin unterstützt. Also ich vertraue drauf. So, jetzt wollen wir sehen, ja. Okay, ich sag, okay, ich will es testen, ich will es wissen, ja. Ich will es richtig wissen, ich will es erfahren und dann haben wir die Wahrheit. Und so sehe ich das, ja. Sonst ist es immer noch Theorie. Okay, was schreibt er noch? Warum bist du denn zu der Fahrt angetreten ins Legoland, wenn du eh nicht arbeiten willst? Ist denn das nicht schon in der Lüge gelebt? Nö. Weil meine Motivation war folgende, dass ich gesagt habe, hey, mal gucken, was mir das Leben so lernt. Ich lerne dann nette Leute kennen vielleicht oder ganz interessante Menschen. Und das erweitert ja immer mein Bewusstsein. Also schau mal, die Fahrt zum Legoland war ja was ich selber wollte. Das war ja was ich wollte, wo ich gesagt habe, okay, das wird vielleicht ganz interessant. Mal gucken, was die da zu bieten haben. Mal gucken, welche Leute treffen. Das erweitert ja alles mein Bewusstsein. Das andere mit der Bewerbung, das wollte ich ja nicht. Das war ja das, was ich nicht wollte. Ja. Und das habe ich dann auch nicht gemacht. Ja. Das ist Heuchelei. Das wäre ja Heuchelei. Okay. Was schreibt er noch? Wir alle machen täglich Dutzende von Kompromisse im System. Zumindest etwas mitzuspielen kann von jedem erwartet werden. Ja. Ja, aber nicht, nicht wenn es unrecht ist. Ja. Also, das ist also auch wieder das typisch Deutsche. Gerade das ist ja das Problem. Ja. Dass man zu viele Kompromisse mehr hat, verrät man sich selber. Und dann geht das System und das Hamsterradsystem immer weiter und immer weiter, bis man dann alt ist und im Rentenalter kriegt man keine Rente mehr und dann liegt man irgendwann im Sterbebett und fragt sich, hey, hätte ich mich doch einmal gewehrt, ja? Weißt du, ich habe das ja immer schon gehabt, ich war ja früher genauso, ich habe mir alles gefallen lassen, ja? Und hinterher frage ich mich dann, hey, Mann, hättest du doch mal gewehrt, hättest du doch einfach mal auf eine Sanktion drauf ankommen lassen,
Dann lass es doch mal drauf ankommen auf Sanktionen. Ja, dann weiß ich es. Ja, okay. Scheiß die Wand an. Meine Güte. Ja, bevor ihr dauernd Angst habt, will ich es wissen. Ja, okay. Das Jobcenter kennt ja Klientel wie dich und weiß, dass du den Job beim Legoland nicht antreten wärst und würdest, ja. Oder nach 3 Wochen wieder aufgehört hättest, ja. Aber ja, klar, aber was macht das dann für Sinn? Das sind eben die Langzeitarbeitslosen, die nicht vermittelbar sind. Ja, mag sein. Stimme ich sogar zu. Okay. Es geht ja doch darum, dich im System zu halten. Und darf ab und zu auch erwartet werden, dass du dich nach außen begibst und eben bei einer solchen Bewerbung mitmachst. Vielleicht gibt es ja auch mal einen Eurojob für 3 Monate. Dann kann es ja wieder heißen, heim ins Reich nach Hause. Also, weißt du nicht, was es heim ins Reich heißt? Also, ja. Ja, aber ich verstehe das schon. Nur das Problem ist, das ist ja halt, ich verarsche die Leute und ich verarsche mich selber. Ich bleibe da dann bei der Wahrheit. Das ist ja dann einfach nur so eine Katz-und-Maus-Spiel. Genauso wie das Krankmelden. Gut, ich habe das früher auch gemacht, dass ich mich krank gemeldet habe und so und habe da das System auch ein bisschen verarscht. So. Aber weißt du, das ist halt immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Und ich frage mich, das kann doch nicht der Sinn von meinem Leben sein. Das kann doch nicht das Ziel vom Leben sein, dass ich immer so Katz-und-Maus-Spiele treibe und so. Da mal arbeiten und oder da mal. Ich sag dir eins, du sagst jetzt, schreibst jetzt hier mal, man kann doch eine Zeit lang da arbeiten, ja. Für mich ist sogar ein Monat zu viel, wo ich in der Lüge lebe. Ja, das ist einfach schon zu viel für mich. Ja. Auch da kann man gemobbt werden, auch da kann man fertig machen, da kann es schon psychische Probleme geben, dass du dann durchdrehst und ein Blatt machst oder so in der Arbeit oder dich selber was antust. Nee, das mache ich nicht. Auch nicht einen Monat, nicht mal eine Woche, wo die irgendwo da arbeiten, 4 Euro. Gar nicht, gar nicht. Ich unterstütze das überhaupt nicht, weil es einfach ein Dreck ist. Es ist Lug und Betrug. Ja. Okay, was schreibt er noch? Wer sich aber sträubt, den wird das Jobcenter, ob früher oder später, mit Sanktionen dazu bringen, das zu spuren, da niemand freiwillig in Obdachlosigkeit und in Schnorren um Essen, also ums Essen geht. Ja, also ich sage ja auch, dass Obdachlosigkeit ist ja nicht mein Ziel. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ich will jetzt obdachlos sein. Ja, sonst würde ich es ja sofort machen. Ich sage ja nicht, dass das das Ziel ist. Ich sage ja nur, wenn es nicht anders geht, dann lebe ich auch unter Obdachlosigkeit. Ja, wenn mir nichts anderes übrig bleibt. Aber bevor ich in der Lüge lebe, würde ich lieber in Obdachlosigkeit leben. Aber momentan geht's ja. Also, was soll es? Was sieht's ja dann? Man sieht ja dann, man wird ja dann sehen, wenn das stimmt, was du sagst, lieber Lokale, Imperialist, ja, wird man ja sehen, dann wer recht hat. Ja, und wenn das halt dann so ist, ja gut, dann ist halt so. Ja, aber wie gesagt, also vielleicht gehe ich auch in die Obdachlosigkeit. Das liegt ja schon nah dran. Aber momentan sage ich mir halt doch, ich denke schon, dass die Göttlichkeit will, dass ich einfach ein Dach über dem Kopf habe. Aber wir werden sehen. Also, wer ist ja bestellt? Ja, okay. Was ist denn da so schlimm dran, die Lüge mitzuspielen und dafür einigermaßen ein einfacheres Leben zu haben? Frage. Wenn du mich fragst, der arbeitet, würde ich sagen, das Leben, das ich dir oben skizziere, ist immer noch viel weniger Wert mit Stress verbunden als Arbeit jeden Tag früh aufzustehen. Ja, nee, das ist einfach der Irrglaube. Ja, wenn du in der Lüge lebst, dann wirst du immer weiter in die Lüge verfallen, ja, und wirst dann auch sehr viel leiden irgendwann. Und das macht für mich keinen Sinn. Ja, und so kommt man auch nicht weiter. Wer in der Lüge lebt und der wird auch nach dem Leben, du musst ja auch rechtfertigen, wenn du mal irgendwann mal stirbst. Sonst kommst du immer wieder in niedere Astralwelten, du wirst dann halt immer wieder in niedere Astralwelten wiedergeboren. Ja, guck dir mal die Videos von Marco Riemann an. Und du kommst nicht höher, dein Bewusstsein muss sich erweitern. Du musst einfach das erkennen, dass Lüge ist Lüge, Wahrheit ist Wahrheit. Und du musst dich für eins entscheiden, weil sonst wirst du immer Lügner bleiben und Selbstbelogene bleiben und so. Und das hat einfach keinen Wert. Das ist für mich kein Leben. Das habe ich früher gehabt. Schau mal, ich war ja auch mal jung, ja. Und das alles, was du da bevorzeigst, was du da jetzt lebst, war ich genauso. Ich habe genau die gleiche Einstellung gehabt. Ja. Und von wegen, ich hab nicht viel Stress. Also ich kann jeden Morgen ausschlafen. Ja. Ich kann gemütlich einkaufen. Ich kann gemütlich meine Hausarbeit machen. Ja. Also es geht. Es ist nicht das Schlechteste, muss ich sagen, das Leben. Klar, natürlich nervt mir manchmal das Jobcenter, sicher. Ja. Aber ich zahle gern den Preis. Ja. Bevor ich in der Firma bin, hier, wo ich bloß noch ausgenutzt und verarscht war, darf ich noch früh aufstehen, da darf ich noch gemobbt werden, womöglich noch, ja. Und das will ich einfach nicht. Ja, dann halt lieber so.
Weil was perfekt ist nichts, weil perfekt ist, was ist schon perfekt? Natürlich, Schatz, viele perfekt. Natürlich, am liebsten wären wir Millionen. Wenn ich natürlich ein paar Millionen auf dem Konto hätte, das wäre perfekt. Dann würde ich sagen, okay, Jobs und Tschüss, ja. Dann würde ich sagen, okay, das wär jetzt super, ja. Aber wie gesagt, das geht halt momentan nicht. Dann muss ich halt schauen, ja. Aber wie gesagt, also so schlecht ist mein Leben nicht, muss ich sagen, ja. Es ist okay, ja. Sicher, manches könnte besser sein. Aber ich weiß, wie es war, weißt du? Ich weiß, wie es früher war und ich weiß, wie es jetzt ist, ja. Und früher war es wirklich total beschissen, wo ich in den Firmen gearbeitet habe. Ich habe da übelste Sachen erlebt. Ich habe manchmal sogar mein Leben schon beinahe verloren in der Firma, ja. Und das will ich nicht mehr haben. Meine Seele will das nicht mehr haben. Ja, wenn ich irgendwo eine Stelle antreten müsste, also das war ja schon mal der Fall, da kriege ich Panikattacken, da kann ich die ganze Nacht nicht schlafen. Meine Seele wehrt sich da einfach dagegen, ja. Es geht nicht, es geht einfach auch gar nicht mehr. Wirklich nicht. Es geht nicht. Mit der Firmenarbeitswelt, also mit dem Angestelltenverhältnis, bin ich durch. Okay, jetzt ist das Video schon ziemlich lang, oh, doch länger geworden, als ich gedacht habe. Also gut, das war mal soweit. Mal sagen, wie gesagt, verbreite die Botschaft, Leute, teilt das Video, abonniert meinen Kanal, ich bin der spirituelle Anarchist und Licht und Liebe sei mit euch. Macht's